Oh, der nimmt schon auf. Was Ja, macht wenn der du denn da da? drauf drückst. Habe ich da drauf gedrückt Ja. schon? Natürlich. Hello, Boils and Ghouls, und willkommen bei It Waits TV. Das bin ich. So, wir wollen jetzt mal die Ziehung von meinem Gewinnspiel machen von letzter Woche. Ja, das Gewinnspiel, das machen wir hier bei der Sabrina, weil, weil ich nicht zu Hause bin, sondern bei ihr. Wir waren nämlich gestern auf der Los Amigos und du hattest genauso viel Spaß wie ich, ne? Ah, absolut. Absolut. Immerhin war sie die Erste, die was gekauft hat da. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Wir schnacken nicht ganz so viel rum, also eigentlich so gar nicht, sondern wir zeigen euch, beziehungsweise ich zeige jetzt erstmal, dass 25 Leute mitgemacht haben. Na, ist schon ein bisschen was. Und zwar diese hier. Da. So, ja, spannend, sehr spannend alles. Aber ihr seht, das sind alles die gleiche Größe an Zettelchen. So. Und während die Glücksfee jetzt anfängt, die Zettelchen zu falten und in diese Dose zu packen, wo gleich rausgezogen wird, werde ich mir noch ein bisschen unterhalten. So, ja, fängt sie an zu machen. Ja, wir waren gestern auf der Los Amigos in Neuss. Die war das erste Mal in Neuss. Und naja, ich war auch zum ersten Mal da. Deswegen habe ich auch überhaupt gar nicht so den Vergleich, wie es vorher gewesen ist. Anfang war ich ein bisschen überfordert, weil einfach, es war mir schon recht viel so. Und naja, man hat sich so dann so dicht gedrungen, dann so an die Stände gequetscht, um überhaupt mal zu bisschen so kramsen zu können, was man da alles kaufen kann. So, letzten Endes habe ich mir auch was gekauft. Ich habe mich aber wirklich schwer getan, irgendwie was zu finden, was irgendwie komisch ist, weil normalerweise sollte für jeden immer was dabei sein. Aber ich hatte jetzt nicht den Drall, irgendwie so Moto-Vintage-Sachen zu kaufen und auch ja, Origins und so. Dafür muss ich nicht auf eine Börse fahren, das kann ich mir auch im Internet bestellen. Aber ich habe mir tatsächlich Retro-Spielzeug gekauft, und zwar war das einmal von Dino Riders und einmal von Mighty Max ein Playset, und zwar das Wolfship. Von Dino Riders war der Dinodactyl, glaube ich, der war das, oder Dinodactyl, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Und ja, und dann habe ich mir noch drei Flitze-Feuerzahn-Hörspielkassetten gekauft. Ja, getroffen habe ich natürlich auch viele Leute, unter anderem zum Beispiel den Himaniac Dirko, den Gorminister, den Zodak Side-Tresor, den Bumo und sein Mann, den Puppengeist, dann, mein Bruder von Toy Talk, den Fabian, der war mit da, und, naja, bla bla, und bestimmt noch ganz viele andere, die ich vergessen habe. So, hier ist jetzt das Gemüse fertig. Und jetzt wird erstmal ordentlich durchgemischt. Schön, dass du das mit Hingabe machst. Ja. So. Sollte reichen. Ja. Der erste Gewinner ist Kai Au 7415. So, und du hast gewonnen den Rockon. Wir machen das nämlich so, dass halt, so wie ich die Preise auch vorgestellt habe, so ziehen wir auch die Gewinner. Also der Kai Au sowieso, Glückwunsch zum Rockon. Herzlichen Glückwunsch. So, die zweite Figur ist der Grizzlor. Mal schön mixen. Adventure of Kra. So, Adventures of Kra hat den Grizzlor gewonnen, und ich glaube, der wird sich darüber freuen, da weiß ich nämlich was. Ja, Glückwunsch, das war wirklich jetzt Zufall, dass gerade du dafür gezogen wurdest, weil ich ja genau weiß, dass du extra dafür mitgemacht hattest. Ja, wirklich, ja. Das war wirklich Zufall, Glückwunsch. Dein Glückwunsch. Kann sich bei Sabrina bedanken. Oder dein Sohn kann sich bei Sabrina bedanken. So, und jetzt der Vikron. Der Movie Picker.
Der Valkron geht an den Movie Picker. So, Glückwunsch auch an dich. Das waren die drei Gewinne. Glückwunsch. Ja. Ja, vielen Dank fürs gerne, Ziehen. Gerne, gerne. So, wolltest du noch eben sagen, was du auf so einer Moto-Convention so gekauft hast? Was man halt kauft. Ich habe absolut keine He-Man-Figur gekauft. Ich habe eine Alien-Figur gekauft. Ja, so. Ja. Und das war auch die erste, die so ein Ding an der Hand hatte. Ja. Ja, damit verabschiede ich mich für diesen Sonntag. Nächsten Sonntag geht es ganz normal mit Programm wieder weiter. So, ich werde in der Infobox nochmal die Gewinner aufschreiben und ich werde auch hinschreiben, wo ihr euch dann melden könnt. Also eine E-Mail-Adresse werde ich dann darunter schreiben, so wo ihr euch melden könnt, um dann mir die Daten zukommen zu lassen, damit der Gewinn auch zu euch nach Hause kommt. Also, bis bald. Ciao. Bye bye. Hello, Boils and Ghouls und willkommen bei It Waits TV. Das bin ich. So, wir haben uns gedacht, wir machen heute mal die Ziehung unseres bzw. meines Gewinnspiels hier bei meiner Freundin Sabrina, weil ich bin nämlich noch hier und nicht zu Hause, weil wir gestern zusammen in Neuss auf der Los Amigos gewesen sind. Und die Sabrina hatte genauso viel Spaß wie ich. Ne? Absolut. Absolut. Aber immerhin war sie die Erste, die was gekauft hat. So, wir wollen noch gar nicht lange schnacken, sondern zeige ich euch jetzt mal hier eben ganz kurz, Moment. Ja, warum macht er so komische Sachen? Ja. Keine Ahnung. Das ist so der letzte. Ja, das können wir schon wieder wegtun. Du musst es schneiden. Nee, ich schneide hier einen Scheiß. Drecksding. Mach mal aus, ich hole ein anderes.